3, 2, 1. Sorry. Doch, wie viel im Mund? Nee, getrunken. Ja. 3, 2, 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fiesta Online. Hi. Hallo. Hi. Seht ihr, ich habe nicht geschrien in dieser Ansprache. So, wunderbar. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, die Gründinge. Jetzt bin ich an der Reihe. Eggy ist jetzt schon fertig. Ja, ist denn die so zwischendrin als mal gekloppt? Ich chat gerade noch ein bisschen und ich soll jemand Grüße. Wie heißt Sweetie? Ja, dann grüße mal. Gruß an Sweetie XD. Auch von mir. Unbekannterweise. Oh ja. Ah ja, wenn man schon mal da, ne? So Grüße. Ja, ja. Ich meine, wir sind zwar nicht im Radio, aber wir sind fast. Aber fast. Altaufzeichnungen, ne? Sag ich doch bloß. Ach, guck mal, ich hab schon 22, 23 mal Grühlingshaut, ne? Ich soll noch was von SweetieXD fragen. Von wem? Oh, ach, SweetieXD? Sag doch einfach SweetieXD. Wann Folge kommt? Diese? Ja. Oh, mach Sache, ich wusste ja nicht immer, wann die letzte Folge kommt. übernächste Woche. Ich weiß, ich kann's dir wirklich nicht sagen. Ich kann jetzt halt, ich kann's dir nicht sagen, keine Ahnung. Ich kann's dir nicht sagen, wann die Folge kommt. Ich denke, die wird so um den 18. 20. rum kommen, ja. Ich glaube, die kommt sogar am 20. Kannst du einfach schreiben, sie muss halt in Zukunft alle gucken, dass es nicht verpasst. Richtig, sie muss alle gucken. Ja, aber ich glaub's zumindest. Entschuldigung. Was denn? Ich hab bloß meinen Schaden abgesetzt und hab jetzt eine Haut aufgenommen. Egal. Ist ja immer noch eure 3. Ja, ich bin ja sowieso gleich fertig. Passt. Reihe 30 habe ich schon einmal. 34. Es geht ja relativ zügig, du. Jo. Aber Archons braucht man auch noch, noch ein paar, ne? Ja. Oh, daneben geklickt. Ja, aber die Jenny hat ja eigentlich recht, ne? Muss er sich halt jetzt das erste Mal alle angucken. Am besten von der Folge 1 ab. Nee, Folge 90. Nein, Folge 1. 90. 1. 90. 1. 91. Warum? Die sollen alle gucken. Wieso sollte man nicht alle Folgen gucken? Die gehen ja bloß 15 Minuten. Ich hab schon probiert, ich bin geschlafen. Ja, willst du mich veräppeln? Ich hau dich gleich, wenn du das nochmal in meinem Let's Play 25, sagst. Beim 25. Ja gut, wenn man alle hintereinander guckt, ist dann doch irgendwann... Ich hab alle hintereinander. Haut's einen doch irgendwann aus den Socken. Ich hab alle hintereinander geguckt. Bei der 25. Ich finde das lustig, ne? Wieso guckt man sich die eigentlich an, wenn man doch selber dabei war? Aber ich bin genauso schlimm, ich guck mir also auch meine DayZ-Videos an, ne? Allerdings, wenn ich sie bearbeite, nicht wenn sie schon online sind. Aber, naja, kommt drauf an. Ich finde die Folge 9 von DayZ immer noch am besten. Folge 9? Ja. Wie ihr da in einem Restaurant stehe, welche Hits. Ich hätte gerne Helles. Ach so, ich bin Deutscher, gib mir ein Schnitzel. Ich hätte gerne Helles. Oder ich habe bloß Dunkles, ja, so sieht er aus. Die Folge von heute ist auch ganz lustig, muss ich sagen. Da habe ich auch schon einen Kommentar drunter gekriegt. Nein, ich bin tot. Das war so bescheuert. Ach ja. Und? Ja, ich bin tot. Wie heißt das Kommentar? Das war das Kommentar. Wirklich? Ja, das Kommentar. Ich habe in der Folge bin ich wo runtergestürzt. Guckt's euch selbst an. Ihr müsst euch das angucken. Das ist viel lustiger, wenn man sich's anguckt. Das ist. Fleisch an.
Kannst machen, das ist viel, viel lustiger, wenn man sich's anguckt, als wenn man es erzählt bekommt. Wow, bin ich eben erschrocken. Sweety schreibt mir, er gibt mir gerade Freundschaftsanfrage. Natürlich, hallo Sweety. Ich habe im Übrigen meinen 59. Habe ich jetzt vergessen zu sagen. Also kann jetzt hier, dass ich seinen nehme? Ja. Out, out. Okay. Achso, ich habe ja schon. Fertig. Dann. Hallo? Ah, oh, schon. Sweety. Also ich gehe davor, voll. Ja, ich. Der letzte Spinnenkönig, glaube ich, oder sowas. Bei mir, wo sie mir geschrieben hat, habe ich das Gefühl, die hat schon einen angespannten Eindruck gemacht. Wer hat einen angespannten Eindruck? Sweetie, glaube ich mal, ich weiß es nicht. Wieso ist sie angespannt? Was meinst du? Aufgeregt bin ich auch manchmal, wenn ich mit Leuten rede, wo ich noch nie gesehen habe. Ach, ich krieg in letzter Zeit so tolle Kommentare. Hier ist Video auch, finde deine Videos richtig nice. Wisst ihr, was das in mir auslöst, wenn ihr das sagt? Mir laufen die Träne. Mir laufen fast die Träne, ne? Bin ja ein Mann, mir laufen keine Träne, ne? Aber mir laufen fast die Träne, ne? Und ich laufe ach, und zwar der Stuhl runter, ne? Ich verfließ schon förmlich, ne? Vor Scham. Die Sauerei kannst du aber aufwischen. Noch Gracie hat mir auch geschrieben, Freundschaftsanfrage. Danke, danke. Freund ich mich aber. Komm, ich log mich mal ein, schreibe ich mir mal. Gracie, da. Hallo? Wenn das so weitergeht, komme ich bald aus dem Schreiben nicht mehr raus. Was mache ich dann? dann muss ich die ganze Folge verblemper ich dann mit Schreiben, ne? Schreibe, Büroarbeit. Ja. Fühlst du dich dann wie im Büro, ha? Ich fühle mich wie als wäre ich ein Star, wäscht. So wäscht. Ich habe so fühl ich mich an, paar Videos hochgeladen. Ich habe im Übrigen nachgeguckt, ne? Ich habe schon über 300 Videos hochgeladen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Also, muss man mal 300 Videos, wie schnell das ging. Ich meine, wir sind schon bei 160 Minecraft-Videos, 162, dann jetzt über 100 Fiesta-Videos, dann DayZ kommt jetzt auch noch dazu, dann habe ich noch Part of Exile, dann Nosgoth, Warface. Ich habe schon viele Projekte. Part of Exile gefällt mir die Kameraperspektive nicht so. Ja, das ist Diablo-Optik. Ich muss sagen, ich bin auch kein so großer Fan von der Einstellung, Kameraeinstellung. Aber das Spiel macht an und für sich recht viel Spaß. So, also ich bin dann fertig. Und ihr? Ja, ich bin auch eigentlich auch fertig. Ich habe auch meine 50, ja. Ich auch. Sollen wir mal abgeben gehen oder wollen wir jetzt noch eine Quest machen? Also ich brauche so ein Netz der Königin oder sowas. Uhr sagt noch 7 Minuten. Ja, da würde ich fast behaupten. Ja, dann machen wir dein komisches Netz, ne? Dann müssen wir in die. Wir müssen ja so oder so in die Stadt. Nee, nicht in die, ja, die müssen wir auch, aber. Da kann ich gerade. Sag mal doch mal, wie es heißt, da ins Gefängnis, du Luna. Das verborgene Gefängnis. Das verborgene Gefängnis, da müssen wir ja jetzt eh hin, ne? Ecki, wenn du so weitermachst, kauf ich dann noch ein Pferd. Muss nicht. Ich hab genug Fiesta-Tale. Hab ich mal was. Gut. Wie alle Karis bekommen? Ich krieg nie Karis. Karis? Früher hatte ich viel Karis. Wirklich? Ja, oh, früher als Kind, ich glaube, bis ich 8 oder 9 war, war es ganz schlimm mit meinen Zähnen, da hatte ich andauernd Löcher. Und ab dem Dreh, wo ich dann gemerkt habe, oh, wenn ich zum Zahnarzt gehe, kriege ich gebohrt, hat es dann auch angefangen, mal Tick im Kopf zu machen. Und seitdem hatte ich nie mehr Probleme. Mensch, ich lass den bohren bei mir. Manchmal, nee. Das ist am besten. Es sei denn, du hast da einer, der da wirklich Metallbohrer benutzt. Ich lass den nicht an mich dran. Ja, sollen wir jetzt gleich abgeben? Ja, ich gebe ab. Dann bin ich aber Level up. Ja, war doch mal Zeit, ne? Ich renne und renne und ja, renne. Ja, die anderen sind ja aber noch kein Level up. Ich hab ja 50%.
Was musst du bei dem abgeben, Schatz? Nee, Händler, ich wollte Steine kaufen. Was war der Falsche? Aber die 64er Quests nehme ich nicht an, bis die, danke. Bis die anderen 64 sind, ne? Ich hatte, glaube ich, eine angenommen, aber die haben wir noch nicht gemacht, also. Ja, gut. Wohin? Ach, ja. Ach, diese Tasten und Mausklicke, die immer im Hintergrund so erhellend sind. Jetzt haben wir endlich diese Turmquests, ne? Ja, leise kann ich sie nicht machen. Ja, das ist, ich weiß, ich kenn's. Komplett einmal durch komplett Uro darf ich abgeben. Ist doch gut. Wo ihr damit seid. Ach, guck mal, ich kann hier oben was annehmen. Achso, ich wollte keinen annehmen. Ist egal, ich guck aber wenigstens mal, ich guck wenigstens mal, ob es neue Fähigkeiten gibt. Oh ja. Aber ich habe keinen Platz. Uhu. Wie soll's denn auch anders das sein? Ach, guck mal, wer an mir gerade vorbeigerannt ist. Wer? An die Wand. An die Wand. Ja, an die Wand. Ist an dir vorbei, ne? Schön. So, Gildelager. Nicht erschrecke, also das Gildelager ist voll, ne, wenn ihr das jetzt seid. Ich hau da meinen ganzen Scheiß irgendwie rein in das Lager. Hast du irgendeine Blue für mich da drin liegen? Was? Irgendeine Blue für mich da drin liegen? Nee, nicht mehr. Ich hab dir ja die gegeben, aber ich hab für die Jenny eine 95er Jäger Blue. Die wow. Knochenrüstung. Die lag auf dem Boden rum. Na ja, 95. Heb's halt mal auf, ne? Ach jo. Den 70er Stab durch Amuldonai. Und den Riesenstock, ist er eigentlich noch on? Nee, ist nicht mehr on, sonst hätte ich jetzt hätte ich ihm den Stab schnell zurückgegeben. Weil das Zepter ist ein bisschen schwächer als das, was ich jetzt hab, ne? Und es lohnt sich halt nicht. Aber es ist trotzdem ein lieber Gedanke gewesen. Wir bauten doch sein Zimmer um. Ich? Ah, der von uns. Nee, das war mein Schulter. Ach ja, natürlich. Ich hab's dir gerade nur geweht. So. Was bin ich? 64, ja. Wenn ich mal meine Schulter bewege, dann knackt's. Hat man ja eben gehört. Ach, mit 65 kann ich erst die neue Nova kaufen. Ab wann kriege ich eine Inferno? 67. Oh, ich kann mal das komische Stab-Zeug kaufen hier. Stabkampf. Gehen stärker. Wir jetzt dann Gefängnis? Ja. Hätte ich jetzt schon gesagt. So, Mana-Brand und Magie-Explosion. Magie-Explosion von 101 auf 128. Stab der Ausgeburt? Mana-Brand. Bitte was? Stab der Ausgeburt? Mein Gott. Ich bin jetzt 63 und Ende 40. Für PvP. Feindliche Spieler brauche ich nicht. Hm? Ich bin jetzt 63 und Ende 40. Gut. Aber wenn noch ein Schloss abzugeben, aber sonst nichts. Ja, also das ist. Ich habe erst 63. Ja, das kommt ja schnell. Eigentlich, ich habe auch in die Kommentare geschrieben gekriegt, normalerweise sollte man die Zombie-Quest machen bis 64, weil die halt immer 20% bringen. Das stimmt schon. Die wo Sache gehen wir jetzt hin? Ins Gefängnis gehen wir. Ja, wo war das nochmal? Gefängnis. Über Elde geht man da am besten. Okay, über Elde zumindest. Die Sache auch ist über Schaffrott gehen, die greifen. Ja, das könnt ihr machen. Die Sache ist bloß die, wenn ich jetzt an Mozart darf, ne? Die Quest
ist so langatmig, ne? Also wenn wir die andauernd wiederholen, ne? Kriegen wir daraus 3 Folgen oder sowas, ne? Hallo? Ah, eben. Wollt eben nicht mehr. Und da kriegen wir dann 3 Folgen aus der Request raus. Und ich denke mal nicht, dass die Leute das sehen möchten mit dem Reinrennen, Ding schnappe, rausrenne, abgebe und sowas. Das, ja, das ist dann so eine Sache, ne? Jo. Zeit wäre rum. Stimmt, ja. Gut, dann zeige ich das dann machen wir das Gefängnis in der nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, hier rechts ist ein Button, kommt ihr direkt auf meine Seite, da könnt ihr mich abonnieren, da kriegt ihr dann täglich Let's Plays von mir geliefert. Und bis dahin, tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich wollte sagen, bis zur nächsten Woche, ne? Bis zur nächsten Folge, tschüss. Tschüss.